Sie wissen es längst, ich mache das ZDF Magazin Royal im Grunde genommen ganz alleine. Ich schreibe sämtliche Gags, ich schreibe sämtliche Texte. Ich stehe an der Kamera. Hier, schauen Sie mal. Ich sitze natürlich auch in der Regie. Super, Jan, super. Du machst das ganz toll. Jo, und jetzt die zwei. So, und bitte, Jan. Ich mache alles alleine im ZDF Magazin Royal. Und das ist natürlich eine Menge Arbeit. Dieser ganze Workload, das geht natürlich an meine Substanz. Burnout-Alarm. Gut, ich bin noch jung, ich bin fit, aber es ist natürlich einfach viel. Und dazu kommen noch die ständigen Angstattacken, dass eines Tages rauskommt, dass ich mal bei Love Island Kandidat war. Schauen Sie mal hier. Mein Gesicht ist ein bisschen kantiger und männlicher geworden, aber der Oberkörper ist noch der gleiche. Oh, ich bin gestresst. Ich bin wirklich gestresst. Ich könnte Pillen einwerfen, eine Therapie machen, aber das ist mir alles irgendwie zu konventionell. Wenn ich was zum Entspannen suche, dann vertraue ich lieber auf das hier. Ich möchte euch heute ein ganz besonderes Produkt vorstellen, und zwar sind das die CBD-Produkte. Ganz wichtig, und da habe ich noch einen tollen Tipp für euch, mein CBD-Öl. Ich nehme selber schon seit fast einem Jahr CBD für verschiedene Dinge. Freunde, ihr kennt sicherlich CBD. Probiere mein reinigendes Gesichtstonikum mit Bio-CBD. Meine Mama war eben zum Essen hier, mein Vater auch, und wir haben uns über das Thema CBD unterhalten. Ja, Goldmaries Mama und Vater und halb Instagram wissen, wenn man sich vom Burnout schützen will, wenn man mal runterkommen will vom Leistungstrip, dann braucht man CBD. CBD steht für Cannabidiol. Das ist nicht die neue grüne Zahncreme mit dem stets hungrigen Bubalzbiber, sondern Cannabidiol ist, ja, kann mir das jemand vielleicht mal erklären, was das ist? Mein Gott, Jan, wie oft denn noch? Cannabidiol, kurz CBD, ist ein Stoff aus der weiblichen Hanfpflanze. Die Hanfpflanze wird schon seit über 5000 Jahren für medizinische Zwecke gebraucht und beinhaltet über 100 sogenannte Cannabinoide. Die bekanntesten Cannabinoide sind CBD und THC. THC, das ist der Stoff, der beim Kiffen high macht. CBD wirkt aber nicht berauschend und es macht auch nicht süchtig, sagt die Weltgesundheitsorganisation. Der Europäische Gerichtshof sieht es genauso. Der hat letztes Jahr geurteilt, dass CBD nicht als Suchtstoff einzustufen ist. Hast du es jetzt langsam mal? Meine Güte, ich kann mir doch nicht alles merken. Das C in CBD steht auf jeden Fall für Clickbait. CBD aus der Hanfpflanze ist das Wundermittel. So verbessern Sie Ihr Training mit Cannabinoidöl. CBD, wie das Wundermittel euch in schwierigen Situationen helfen kann. Darum schwört Natascha Ochsenknecht auf CBD-Öl. Gut, Natascha Ochsenknecht hat auch mal auf Uwe Ochsenknecht geschworen, das muss jetzt nichts heißen. Aber CBD scheint wirklich zu helfen, sagen auch richtig schlaue Leute in diesem Fellow Louis Vuitton. Danke. Luxanwunder. Alle schwören auf einmal auf CBD. Weltkolumnistin und It-Girl Ronja von Rönne macht Werbung dafür. Und sogar mein geschätzter Kollege von RTL, Comedian Thomas Spitzer, hat sein eigenes CBD-Öl. Am 20. April um 16.20 Uhr wird endlich mein erstes CBD-Öl gelauncht. Ja, endlich, Spitzis Finest. Meine ganze Bubble steht auf CBD. Und wenn meine Bubble irgendwas gut findet, dann ist das auch geil. CBD ist richtig cool. Sogar ein ganz lieber, guter Freund von mir. Landwirt ist er, Singer-Songwriter, Maler, Immobilienmogul. Er sammelt Kunst und Geld. Werbemanager, Fernsehproduzent, der deutsche L. Ron Hubbard. Selbst der benutzt CBD. Sie wissen, wen ich meine. Ich bin auf die Fresse gefallen und hatte eine Muskelverspannung. Hab mir dann irgendeine Creme im Internet bestellt, so eine CBD-Creme, damit das aufhört, ne? Finn Kliemann hat sich extra eine CBD-Creme gekauft und sie nicht wie sonst von unbezahlten Praktikanten über Nacht anrühren lassen. Das dürfte ja wohl Beweis dafür genug sein. CBD ist echt was Besonderes. CBD ist die perfekte Mischung aus Silicon Valley und Naturheilkunde. Ist ein bisschen Kiffen, ein kleines bisschen Allgäuer Latschenkiefer. CBD klingt gefährlich, etwas, ein bisschen dirty, aber man muss dafür nicht zum Dealer um die Ecke, sondern kann ganz normal in den Laden gehen. Da, wo früher die kultigen Cafés mit eigener Rösterei waren, eröffnen in deutschen Großstädten jetzt stündlich 80 hippe CBD-Shops. Die neuen Hotspots für gut verdienende Zitrus-Koalitionsfans, die es sich leisten können, bei der Bio-Company einzukaufen oder, besonders elitär, in Städten zu wohnen. In diesen tollen, hier, schauen Sie mal, in diesen tollen neuen Qualitätsprodukten ist überall CBD drin. Mundöl, Kekse, Kaffee, Blüten, Körperöl, Badekugeln, Schokolade, E-Liquids, Handcreme, Shampoo für Hunde, Futter für Hunde. Was?
Was ist das? CBD-Öl für Hunde mit Bacon-Flavor. CBD-Öl für Hunde mit Bacon-Flavor. Überall CBD drin. CBD macht alles besser und alle gesünder. Das Öl kann dir bei Kopfschmerzen, Menstruationsschmerzen, Schlafstörungen und sogar bei Mückenstichen und manchmal sogar bei Pickeln helfen. Das CBD-Öl kann dabei auch bei chronischen Schmerzen, Entzündungen, Übelkeit und bei der Behandlung von Depressionen helfen. Tötet Krebszellen, entzündungshemmend, gegen Schlafstörungen, schmerzhemmend. Ja, und wenn Instagram-Onkologe Kelvin92 das sagt, dann wird das stimmen. CBD tötet Krebszellen schmerzlos und quasi im Schlaf. CBD ist sowas wie Schlangenöl, nur bio und öko, aus Hanf. Hilft gegen alles. Mit CBD wäre der Kannibale von Rothenburg heute ganz normaler Sashimi-Liebhaber. CBD ist gut gegen alles und vor allen Dingen gegen Stress. Und ich bin ganz ehrlich, Sie merken das. Super gestresst, weil heute so viele Leute hier sind. Leute, ihr stresst mich. Ihr stresst mich! Ich nehme jetzt CBD zum Runterkommen. Was haben wir hier? Was? Anwendung. Ein Pumpstoß, circa 0,2 Milliliter, entspricht 20 Milligramm CBD. Einmal täglich in die Mundhöhle sprühen und etwa 20 Sekunden im Mund bewegen. Nicht schlucken. Hä? Warum denn nicht schlucken? Na gut. Na gut. Wenn ich jetzt gleich 20 Milligramm Cannabidiol im Mund hin und her bewege und nicht schlucke, gibt es für Sie zur Überbrückung eine Kür des deutschen Kunstrad-Weltmeisters von 2013, David Schnabel. Bitte. Das waren 20 Sekunden. Der deutsche Kunstrad-Weltmeister von 2013, David Schnabel. So. CBD soll ja entspannen. Es soll entspannen, aber nicht high machen. Kontrollverlust im Fernsehen, das überlasse ich lieber anderen. Rock! Rock! So. Ich hoffe, ich bin gleich ein kleines bisschen entspannter. Ich habe immerhin 55 Euro für dieses Fläschchen bezahlt. 55 Euro. Und für 55 Euro kann man wirklich schon eine entspannende, ordentliche entspannende Wirkung erwarten. Gleich knallt es mir rein in die Birne, die Entspannung. Gleich ist es. Jan, kannst du das Licht bitte ein bisschen dimmen? Ich brauche ein bisschen Me-Time. Jo, mach ich, Chef. Durch diese Heizungsluft und das viele warme Geatmete unserer neuen Zuschauer hier, kriegst du trockene Hände. Zum Glück gibt es eine CBD-Handcreme für nur 13 Euro. Nur. So, ich bin mal. Und damit es ein bisschen extra gemütlich wird, hier, schauen Sie mal, CBD-Decke für nur 250 Euro, die Decke. Das ist kein Witz. Nur 250 Euro. Wie machen die CBD-Firmen überhaupt Gewinn bei solchen Dumpingpreisen, frage ich mich. Jetzt aber erstmal runterkommen und entspannen. Echt ekliger Nachgeschmack, dieses Spray. Dieses Öl, ne? Ist irgendwie doch sauteuer. CBD. Kann ich das wenigstens von der Steuer absetzen? Aber als was? Als vielleicht als Bewirtungskosten? Aber gilt CBD als Essen oder als Trinken? Ich meine, ich soll das Zeug ja nicht runterschlucken. Was ist da eigentlich genau das Problem? Warum darf ich das nicht runterschlucken? Und wo ist eigentlich mein Gaming-Headset? Ich glaube, ich rufe mal Herrn Weinberg von der Verbraucherzentrale an. Der weiß das bestimmt, ob CBD ein Lebensmittel ist oder was. Arne, du bist live drauf. Bei CBD-haltigen Produkten, die dazu bestimmt sind, von Menschen aufgenommen zu werden, handelt es sich um Lebensmittel. Lebensmittel mit CBD dürfen aktuell nicht verkauft werden, da hierfür eine Zulassung auf europäischer Ebene erforderlich wäre. Ah, danke Arne. Moment, hier mal ganz kurz. CBD darf nicht als Lebensmittel verkauft werden, aber hier, sogar das hier darf als Lebensmittel verkauft werden. Dorschleber im eigenen Saft. Aber CBD ist kein Lebensmittel?
Aktuell werden daher CBD-Öle häufig als Aromaöle oder Kosmetik verkauft. Diese sind aber nicht zum Verzehr geeignet. Derartige Umdeklarierungen werden von den ersten Gerichten schon als Versuch gewertet, gesetzliche Regelungen zu umgehen. Ja, hier steht's. Aromaöl. Und mein CBD-Spray für 55 Euro wird verkauft als kosmetisches Mittel zur Pflege des Mundraumes. Ah, und deshalb soll ich das nur im Mund hin und her bewegen, aber nicht schlucken. Aber wenn man CBD nicht runterschlucken soll, warum stellen die CBD-Anbieter dann sowas ins Netz? Rezept. Sommerrollen mit CBD-Dressing. Mm. Heiße Schoki mit CBD. Koffeinfrei über das Mittagstief. Etwas weißen Rum, Crushed Eis, Mineralwasser, Limettensaft und eine Handvoll Minzblätter mit etwas CBD-Öl übergießen und gut verrühren. Und fertig ist der sommerliche Afterwork-Drink. Das sind Rezepte mit CBD, die die CBD-Anbieter selbst veröffentlicht haben. Ich weiß nicht, wie die sich das denken. Soll ich mein CBD-Afterwork-Drink nur 20 Sekunden im Mund hin und her bewegen und nicht schlucken oder was? Deutsche verpulvern dieses Jahr schätzungsweise 100 Millionen Euro für CBD. Bis 2025 könnten es sogar bis zu 500 Millionen sein. Habe ich da gerade 500 Millionen Euro gehört? Ah ja, habe ich selbst gesagt. 500 Millionen Euro. Solche Zahlen locken natürlich hochseriöse Investoren an. Mario Götze, Glashäufer Umlauf, Will.i.am. CBD-Anbieter. Promi-Investoren für Sanity Group. Das Jahr 2012 hat angerufen und investiert jetzt in CBD. Auf dem CBD-Markt in Deutschland herrscht Goldgräberstimmung. Die Investoren kriegen den Hals gar nicht voll mit dem ganzen guten Zeug. Und warum CBD? Weil Unternehmen, die erfolgreich im CBD-Game mitmischen, auch vorne mit dabei sein wollen, wenn die neue Bundesregierung demnächst richtiges Gras legalisiert. Also das echte mit THC, Sie wissen schon, Marihuana, was man Haschisch, Shit, Bobatz, Biber, Bobel. Das könnte schon bald legal werden. Und mit CBD laufen sich Investoren, Unternehmerinnen und die Werbeindustrie jetzt schon mal warm für das neue Geschäft mit Cannabis. Erstaunlicherweise ganz vorne mit dabei die Parteifreunde aus der haschisch-kritischen Deutschen Christlich-Alkoholischen Union, CDU-CSU. In der Lobbyfraktion des Komasaufens, die seit Jahrzehnten gegen das Legalisieren von Cannabis ist, gibt es seit langem Visionäre mit grünen Brillen, denen aufgefallen ist: Nur weil Alkohol gefährlich ist, unbestritten, ist Cannabis kein Brokkoli. Okay? Okay. Und mit Brokkoli kann man schließlich nicht reich werden, mit Cannabis aber vielleicht schon. Er hier zum Beispiel. CBD-Entrepreneur Finn Orge Hensel, Beisitzer im Bundesvorstand der Mittelstands- und Wirtschaftsunion der CDU und Mitglied im Vorstand des Bundesverbands Deutscher Startups. CDU-Funktionär Finn Orge Hensel ist einfach ein Unternehmer vom V-Ausschnitt bis zur weißen Reebok-Sohle. Wie Finn Orge Hensel mit der Sanity Group Europas größte Cannabis-Company bauen will. Mit Feel-Good-Manager Finn Orge Hensel und seinen Kollegen, da kann man wirklich super an der Cereal Bar in der Holy Hour die Work-and-Play-Routine killen, ehrlich. Ich lerne Fabian Friede und Finn Hensel erstmal am Kicker kennen. Der steht, wie es sich für ein Startup gehört, im Keller ihres Unternehmens in Berlin-Mitte. Mir gar nicht gefallen. Noch ein Tor und du bist befördert. Den Bonus muss man sich erspielen. Head of Kicker, Finn Hensel, weiß einfach, was junge Hypebeasts lieben. Zu seiner Sanity Group gehört die hippe CBD-Marke Vay. Und Vay bezieht das CBD unter anderem aus der Hanfplantage von Niedersachsens kultigstem Allround-Genie. Ich bin auf die Fresse gefallen und hatte eine Muskelverspannung. Hab mir dann irgendeine Creme im Internet bestellt, so eine CBD-Creme, damit das aufhört. Ne? So, hat die mega gut geholfen. Habe ich denen geschrieben und meinte, ey, was für ein geiles Produkt, wie cool, warum kann ich das nicht und so. Ne? So, dann habe ich Finn kennengelernt, das ist der Geschäftsführer von Vay, und meinte so, ey, geiles Zeug und so. Und er hat gesagt, ja, du, wir machen voll viel medizinischen Hanf und so CBD-Produkte und auch öfter mal so Nutzhanf-Projekte und so. Und wir brauchen immer Flächen, um das anzubauen. Und meinte, ey, Flächen haben wir. So, komm doch, lass doch am Klimastart machen. Ey, und boom, 50.000 Quadratmeter Hanflabyrinth. Boom, da hat man einfach zufällig freie Flächen auf seinem Kultbauernhof. Und boom, stolpert man wie zufällig über eins der größten Cannabis-Startups Europas. Und boom, boom, pflanzt man gemeinsam 50.000 Quadratmeter Hanf an. Boom, das ist so ein krasser Zufall, dass man gar nicht Anzeige in seine Insta-Story oben reinschreiben muss. Der sympathische Tischkicker-Startupper Finn und das pfiffige Gesamtkunstwerk Finn. Fins with Benefits.
Der Unternehmer, Musiker und YouTuber Finn Kliman ist unter den neuen Geldgebern, wie Hensel verrät. Es ist auch ein tolles Investment. Geld verdienen und dabei auch noch der Community ja praktisch helfen. Und wenn man seiner Community hilft, dann hilft man ja im Grunde genommen der ganzen Menschheit. Durch die heilsame Kraft von CBD. Ich merke das auch. Ich bin mittlerweile wirklich so relaxed. Ich bin so tiefenentspannt. Mich kann gar nichts mehr schocken. Mein Gott! Wieso habe ich mich denn jetzt erschrocken? Wirkt CBD etwa nicht bei mir? Habe ich das vielleicht falsch angewendet? Nee, hier. Ein Pumpstoß, 20 Sekunden im Mund hin und her bewegen, während einer Kunstradkür und nicht runterschlucken. Alles richtig gemacht. Warum spüre ich denn trotzdem nichts vom CBD? CBD ist bei einer Erkrankung als Arzneimittel zugelassen, und zwar bei sehr seltenen und schweren Formen von Epilepsie. Da gibt es Belege und auch mehrere Studien. Wir haben aber gar keine Informationen über die Wirksamkeit von niedrig dosierten CBD in Lifestyle-Produkten. Das fehlt vollkommen. Moment mal, für die Wirkung von Lifestyle-CBD in all diesem Zeug gibt es gar keine Belege? Habe ich mir das nur eingebildet, dass ich tiefenentspannt war? War das etwa nur der Placebo-Effekt? Also wenn man jetzt von CBD als Nahrungsergänzungsmittel ausgeht, in diesen Niedrigdosierungen, also wenn die Einnahme tatsächlich so erfolgt mit wenigen Tropfen pro Tag, dann würde ich sagen, alle Effekte, die man danach verspürt, sind Placebo-Effekte. What? Lifestyle-CBD ist nichts anderes als Homöopathie für Leute, die denken, dass sie zu schlau sind für Homöopathie? Aber es gibt doch Studien zu CBD. Das steht doch auf der Website von Finn-Orge Hensels Firma. Hier zum Beispiel. Eine Studie aus dem Jahr 2019, die die Wirkung von CBD bei Schlafproblemen untersucht hat. Eine schlaffördernde Wirkung von CBD konnte zum Beispiel in einer Studie aus dem Jahr 2019 bestätigt werden. Im ersten Monat der Behandlung hatte sich die Schlafqualität bei 2 von 3 Patienten deutlich verbessert. Ja, blöd ist nur, dass es in dieser Studie keine Kontrollgruppe gab und die Probandinnen immer vorher wussten, dass sie CBD bekommen haben. Und von den 72 Versuchspersonen zu Beginn der Untersuchung waren am Ende der Studie leider nur noch 27 übrig. Da ist ja Dr. Klenk aus der Albezin-Werbung seriöser. Und, in der Tat. Ja, und selbst Finn Hensel gibt auf seiner Website zu, dass die Studie irgendwie mega unwissenschaftlich ist. Dennoch, die sich weitgehend deckenden Berichte so vieler Patienten und deutliche Hinweise aus der Forschung lassen es insgesamt gar nicht mal so abwegig scheinen, dass CBD tatsächlich zu einer höheren Schlafqualität beitragen kann. Die sich weitgehend deckenden Berichte gar nicht mal so abwegig, es scheint, kann zu höherer Schlafqualität beitragen. Auf Deutsch, CBD-Lobbyist Finn Hensel sagt, ich habe keine Ahnung, ob das Scheißzeug wirklich wirkt, aber bitte kauft es trotzdem. Wenn uns Volksvirologe Professor Dr. Hendrik Streeck eines gelehrt hat, dann ja wohl, dass, ja, dass Zitrone und Ingwer gegen Viren helfen und dass man die Ergebnisse medizinischer Studien so lange umdeuten kann, bis sie zu dem passen, woran man selber glauben will. Lifestyle-CBD-Produkte sind hip wie Bubble Tea, ziehen dieselben Investoren an wie Bitcoin und das, obwohl Lifestyle-CBD bloß wirkt wie Globuli, nämlich nicht über den Placebo-Effekt hinaus. Vielen Dank, Homöopathie-Jan aus der Vergangenheit. Sie merken, ich muss hier wirklich alles alleine machen. Erst sagen einem die Finns, Karos, Finns und Kelvin 92 dieser Welt, dass Überstunden zur Karriere dazugehören und dass man self-made und mit dem richtigen Mindset alles schaffen kann. Aber wenn du dann nach einer 60-Stunden-Woche erst in deiner Couch und dann in Stress, Depressionen und Schlafproblemen versinkst, weil das richtige Mindset eben doch nicht alles regelt, dann kaufen Sie dir für 250 Euro verschissene Decken oder Handcreme für 13 Euro oder überteuerte Tropfen oder Badezusatz oder sonst irgendwas, die man nicht mal runterschlucken darf. Ansonsten könnte ja noch jemand auf die Idee kommen, dass all diese ganzen Schlafprobleme, der Stress, die Depressionen eine ganz normale körperliche Reaktion auf den verschissenen Selbstoptimierungs-Instagram-Startup-Gewinnmaximierungsstress sind, den man sich den ganzen Tag bei Insta reinziehen muss.